Servus Leute, hallo und herzlich willkommen bei Pokémon Cheyenne. Ich bin der Stefan und heute gibt's wieder eine neue Folge von unserer Pokémon Feuerrot Randomized Nuzlocke Challenge. Wir sind hier stehen geblieben bei unserem Krebskorps, das wir gefangen haben, und ich habe euch jetzt überlassen, es für es einen Spitznamen auszusuchen oder für sie einen Spitznamen auszusuchen. Und ich habe tatsächlich zwei Spitznamenvorschläge bekommen. Zufälligerweise, also zwei Spitznamenvorschläge zu diesem Punkt der Aufnahme, muss ich sagen. Zufälligerweise sprachen beide von derselben Person, und zwar von Mr. Krabs bzw. Eugene Krabs. Ich wollte das tolle Ding jetzt auch tatsächlich, Michael, glaube ich, hat Eugene vorgeschlagen und wollte das jetzt übernehmen. Sieh jetzt gerade, dass es eigentlich weiblich wäre, aber heutzutage weiß man ja, darf man ja gar keinen mehr zumuten, das Geschlecht zumuten, dass man erahnen möchte. In der heutigen Gesellschaft darf jeder alles sein. Eugene. Jetzt muss ich nur mal kurz. Schreibt man es so? Ich muss mal kurz nochmal checken. So, wo sind wir stehen geblieben? Eugene. Okay, wir haben es richtig geschrieben. Abgesehen jetzt vom Akzent, der noch fehlt, aber so genau nehmen wir es einmal nicht. Also haben wir jetzt hier Eugene, das Krebskorps. Gefangen, super. Gut, dann machen wir uns hier jetzt auf den Weg. Jetzt gucken wir mal kurz, wie viel. Wir haben hier noch einen Platz frei. Und ich denke, ich werde nur zur Sicherheit, bevor wir jetzt auf die MSN gehen, Magma holen. Unser Hottie. Ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist besser, wir holen es. Von dem her, mache ich mich kurz auf den Weg, hol's und wir sehen uns gleich hier wieder. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe jetzt nebenbei noch kurz im Pokémon Center vorbeigeschaut, unsere Pokémon natürlich geheilt. Und ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal uns überhaupt Magma bzw. Hottie näher angeschaut haben. Es ist im Übrigen um 3 Level gestiegen, wir haben es jetzt auf Level 16. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und als Fähigkeit heißt es die Fähigkeit Minus. Total useless. Es bildet ein Team mit Plusle, bringt uns wahnsinnig nicht viel. Yeah. Aber die Attacken mit Glut, Feuerschlag, Silberblick und Smog sind durchaus vertretbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein starkes Feuer-Pokémon. Von dem her, gucken wir mal. Des Weiteren habe ich im Markt jetzt nur kurz eingekauft, ein paar Tränke gekauft, Aufwecker, Eisheiler, was auch immer, für egal was uns was kommt. Dass wir etwas gewappnet sind. Wir haben jetzt hier auch dann bald unseren nächsten Rivalkampf. Von dem her, willkommen an Bord. Ah ja, okay. Wird halt einiges passieren in der Folge. Also ich hoffe es, dass wir hier in einer Folge durchkommen. Könnte aber durchaus möglich sein, dass es etwas länger dauert. Von dem her fangen wir einfach mal an und kämpfen gegen unseren ersten Pokémon-Trainer, der im Pokémon vernarrt ist. Das wird ihm anzeigen, ich meine, ich hätte hier eine Katze gehört, aber scheint hier schon wieder eine Paranoia. Latias. Super. Auf Level 21. okay. Wir haben Starfish als Unlicht-Pokémon, das ist schon mal, das hilft uns auf jeden Fall gegen das Psycho. Was macht Wunschtraum? Heilt Wunschtraum? Junge! Wunschtraum heilt.
Ach du Scheiße. Wieso macht das denn so viel Schaden? Probieren wir es mit Squirtle. Leute, was ist das denn? Es kann nicht angreifen. Was sind denn die Stats von Squirtle? Halt, da war mal Spezialverteidigung 33. Okay, das war vielleicht ein schlechter Move von mir. 39. Jetzt tausche ich einfach. Okay, aber gut. Bodyguard. Das ist jetzt schon mal was. Jetzt wird hier quasi der Wechsel geschenkt. Jetzt macht es Wunschtraum. Okay, das heißt, wir bekommen auch den ersten Angriff, den es aber wieder wegheilen wird. Und wir müssen jetzt... Scheiße, es ist ja natürlich ein Drachen-Pokémon. Ich setze wieder Wunschtraum ein. Wir müssen hier jetzt auf einen Crit hoffen. Aber das... Das Latios zerstört uns. Okay. Milkaku nimmt... Okay. Den ersten Crit haben wir schon mal. Ach du Scheiße. Wieso müssen wir denn hier gegen Latias kämpfen? Jetzt sind wir paralysiert. Jetzt mache ich einen Bodyguard, okay. Jetzt mache ich einen Glut. Okay, es war ein Volltreffer. Sehr gut. Bitte, Milkaku. Du musst jetzt treffen. Triff! Ja! Wir haben's! Leute, ernsthaft, ich dachte für einen kurzen Moment, wir verlieren jetzt hier die Nuzlocke. Mit dem habe ich definitiv nicht gerechnet und es war way too much. Wirklich viel zu viel. Wo können wir uns denn hier heilen? Und eine andere Frage. Okay, hier nicht. Es muss hier irgendwo einen Raum für uns geben. Bin ich der Meinung. Okay, hier auch nicht. Hier? Auch nicht. Können wir uns hier nirgends heilen? Nein! Scheiße. Entoron. Das ist ein Psycho-Pokémon. Was mache ich denn jetzt? Ich versuche jetzt Starfish zu heilen. Nogshan ist auf Level 24 und wird doch sicherlich eine Konfusion aushalten. Rutenschlag, noch besser. Noch besser. Viel besser. Okay. Aussetzer gegen daneben, das war klar. So, jetzt machen wir hier einen Biss. Okay, das nimmt Starfish ganz gut. Aussetzer geht daneben, sehr gut. Nochmal ein Biss. Okay, jetzt erwischt es unseren Biss wahrscheinlich.
Bis was Saphisch ist blockiert, ist natürlich klar. Ja, dann machen wir eine Raserei. Das schwächt unsere Verteidigung. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Starfish ist nicht mehr blockiert. Biss ist nicht mehr blockiert, das ist gut. Und ich hoffe, wir erledigen es jetzt mit diesem Hit. Okay, und Taron ist weg. So, und es gibt jetzt auch Level 18 für unser Starfish. Als nächstes kommt ein Lamus. Nein. Lamus ist ziemlich verteidigend, aber hier haben wir wenigstens den Typenvorteil mit Biss. Und er schreckt zurück. Perfekt. Perfekt, Starfish. Sehr gut. Ich bin überzeugt von dir. Du machst das sehr gut. Okay. Durch das, dass wir hier keine Kabine irgendwie für uns haben, muss ich all unsere Pokémon jetzt mit Items heilen. Gut, dass ich genügend gekauft habe. Aber das Latias, war echt erschreckend. So erschreckend. Ich verstehe das gar nicht, dass es hier nichts zum Heilen gibt. Ich bin mir sicher, dass wir uns hier irgendwo heilen können. So. Haben wir Paraheiler auch noch. 4 Stück. Okay. Sie hätte gerne ein Stückchen Torte. Na, das wird dir wohl so passen. Okay, dann machen wir hier weiter mit unseren Räumen. Das war echt erschreckend. Ich muss es wirklich sagen. Das war erschreckend. Ein Ampharos. Okay, das ist gut für Mike Tyson. Ah, es schwächt unseren Angriff. Natürlich. Und ist mit einem Volltreffer besiegt. Perfekt! Wir kommen hier durch. Wirklich. Sehr gut. Und Mike Tyson liefert das Ergebnis ab, das wir von ihm erhoffen. Und hier kommt Grumble als nächstes. Das kloppen wir auch nieder. Initiative sinkt stark. Das hindert uns nicht an dem nächsten kritischen Treffer. Sehr gut. Zum Kampftyp. Oh, verdammt. Erledigen ist. Ja, Tempohieb sollte trotzdem reichen, hoffe ich jetzt mal. Ja, perfekt. Perfekt! So, was gibt's hier unten? Schnapper. TM35, okay. Eine große Weltreise, okay. Wie sieht's mit Nokshan aus? Gut, es hat noch volles Leben. Ja, Mädchen, bleib hier. Sie reist immer mit Knuddeluff. Ganz toll. Kreuzfahrt ist doch was Tolles. Okay. Sagt uns der vielleicht, wo unser Zimmer ist? Nach einem Kampf. Ach so. Okay. Ach so, das war ja die mit ihrer Torte. Hier war der Herr drin, den wir gerade besiegt haben. Ich will seine Ruhe haben und es soll verschwinden. Dann machen wir das doch. Hier kommt unser nächster Gegner. Ah, hier können wir uns ausruhen. Perfekt, okay. Woher soll ich das auch wissen? Okay, der vorletzte Raum. Naja, lieber ein paar Tränke verschwendet und nicht wissen, ob man heilen kann. Oder verschwenden und trotzdem wissen, wie heil zu sein. Egal. Ein Macholo. Bleiben wir hier bei Mike Tyson? Ja.
Und ich denke, wir sollten hier mit Mike Tyson ganz gut klarkommen. Ah, so ein Volltreffer. Darauf gibt es gleich mal eine Vergeltung. Und es ist besiegt mit einem Schlag. Tauros. Es bietet sich einfach an hier für Mike Tyson. Perfekt, sehr effektiv und es ist besiegt. Mike Tyson kommt durch. Level 26 jetzt schon. Und jetzt kommen unsere Schläge. Perfekt. Ja. Und ich entscheide mich hier für Donnerschlag. Für Donnerschlag und Ice Heap. Feuer-Pokémon haben wir mittlerweile mehr als genug mit Magma, das Feuerschlag kann, und Kamerup zusätzlich. Vor dem hier brauchen wir hier kein drittes Pokémon mit einer Feuerattacke, sondern eher eine Elektro- und eine Eisattacke. Und dieser Eishieb hätte uns wahnsinnig gegen Latios geholfen. Latias geholfen. Wahnsinnig. Und wir können uns derweil noch beide Kampfattacken behalten. Feuerschlag wollen wir nicht. Nein. Ja, Feuerschlag nicht erlernt. Und jetzt wird Mike Tyson unsere Allzweckwaffe. Wir kommen, uns kann nichts mehr stoppen. Hoffe ich zumindest. Wir heilen hier nochmal kurz. Kostet ja nichts. Dun, 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 dun. Und weiter geht's. Na, da wollen wir noch nicht. Oder wollen wir da schon hin? Ah ja. Ja, hier wollen wir hin. Kann sogar Felsen bewegen. Wow. Eine Pokepuppe. Okay, nächster Kampf. Wir sind gespannt. Im Übrigen beginnt am Samstag, normalerweise, mein eBay Opening. Ich hab's ja schon mal erzählt, ich habe mir eine riesen Kiste Pokémon-Karten aus eBay bestellt. 2000 Stück circa. Habe ich bereits geöffnet und die Videos sind eigentlich soweit fertig. Und ab Samstag, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ab Freitag oder Samstag, es kommt ganz darauf an. Freitag wäre normalerweise Nuzlocke-Tag. Problem ist aber, in Anführungszeichen, ich fahre am Donnerstag in Urlaub, also morgen, oder fliege in den Urlaub und komme erst am Sonntag früh wieder. Ich versuche jetzt, je nachdem, zwei Folgen aufzunehmen. Es kommt halt ganz darauf an, ob wir jetzt hier durch die MSN durchkommen oder nicht. Sollten wir nicht durchkommen, nehme ich noch eine zweite Folge auf. Das heißt, ihr seht dann den Rest der MSN plus neues Pokémon am Freitag. Und Samstag kommt dann das eBay Opening. Sollte ich es nicht schaffen, und wir packen hier in einer Folge alles, dann kommt am Freitag das eBay Opening. Dann halt leider keine Nuzlocke, aber spätestens am Montag sehen wir uns dann wieder zu der neuen Nuzlocke. Das verspreche ich euch. So, und unser Mike Tyson bewährt sich hier. Und zwar tierisch. Granbull wird als nächstes eingesetzt. Ich muss mir hier wirklich aufpassen, dass ich unser Mike Tyson nicht zu stark trainiere. Level 27 ist jetzt dann doch schon etwas heftig. Aber es ist wichtig, auch ein MVP zu haben. Und Mike Tyson ist definitiv unser MVP jetzt. Mit den Attacken, die es jetzt besitzt, ist es kaum noch aufzuhalten. Es erreicht Level 27. Es hat zwar keinen so guten Spezialangriff für Donnerschlag und Ice Heap, aber es wird reichen, Leute. Es wird reichen.
Man hat es ja jetzt bei Sherlock auch zum Beispiel gesehen. So. Dann tausche ich jetzt mal hier unseren Starfish nach vorne. Weil der sollte auch definitiv etwas Training bekommen. Ah, wir haben hier noch einen Trainer in der anderen Kabine vergessen. So, Developer Jessica. Ein Schaloko. Na, wie süß ist das denn? One-Hit KO. Fast Level Up. Libeldra. Muss ich hier schon wieder auf Mike Tyson wechseln? Wahrscheinlich. Libeldra ist verdammt stark und wir haben leider keine Wasserattacke für Starfish. Noch nicht. Die kommt noch. Yes! One-Hit-KO. Genau das meine ich. Und schon wird Libeldra nicht mehr zu einer Gefahr. Enikoro. Wir wechseln hier wieder auf Torhaido. Torhaido braucht die Erfahrungspunkte. Und was ist das denn? Wieder ein One-Hit-KO von Starfish. Gott verdammt, ist er stark. So, wir haben ja hier wieder ein Item. Lucky Punch! Was bringt denn Lucky Punch? Ah, es erhöht Chaneras Volltrefferquote. Na, das bringt uns nichts. Das bringt uns wohl nichts. So, hier haben wir noch einen Trainer übrig gelassen. Ein Celebi? Gott verdammt. Schon wieder so viele legendären Pokémon. Vitalglocke. Was macht das? Glocke läutet. Aha. Okay. Egal wie viele Glocken du läutest, Celebi. Sehr gut. Antikraft. Volltreffer. Okay. Macht nicht so viel Schaden. Gut, da haben wir Celebi auch schon besiegt. War auch kein großes Ding. Da muss man wirklich sagen, Latias war bis jetzt das mit Abstand stärkste legendäre Pokémon und vor dem man wirklich Angst haben muss. Und es war Level 21. So, ich gehe kurz heilen. Gehen wir hier hoch. Heilen unsere Pokémon wieder. Und dann geht's auch schon weiter. Den Rahmen, glaube ich, hatten wir schon. Ja. Da kommt als nächster dieser Raum. Ah ja, da oben gibt es auch wieder ein Item. Mal kurz gucken, wie lange wir schon in unserer Aufnahme sind. 28 Minuten, ah, da geht noch etwas. Aber wir schaffen die MSN definitiv nicht mehr komplett, denke ich. Ich glaube, ich mache es wirklich so, dass wenn wir jetzt hier mit der unteren Etage fertig sind, machen wir einen Cut, dann sind wir wieder bei einer guten halben Stunde. Und können dann nächstes Mal die MSN fertig machen und uns unseren neuen Encounter holen. Hört sich doch gut an, oder? So. Wir haben hier echt Glück mit Starfish. Oh, nee, ist ein Volltreffer. Verfolgung. Ist eine Unlichtattacke. Das wird dir nicht viel bringen. Das Einzige, wenn jetzt ein Fußkick gekommen wäre oder sowas,
Das hätte mir Angst gemacht. Aber keine Verfolgung. Perfekt, würde ich sagen. Ursaring. Oho. Da wollen wir nicht lange rummachen. Das muss schnell besiegt werden. Ursaring ist Power. Aber das macht unser Mike Tyson. Mike Tyson findet zurück in seine Bestform, Leute. Mega geil. So, dann holen wir uns hier noch ein Item. Pulverschnee als TM. Ach, sehr gut. Gucken wir mal. Was hat der Schnapper? 35. Wir haben immer noch unseren Hyperstrahl. Kugelsaat, Gähner, Pulverschnee. Eine Eisattacke mit 40. Kann keiner natürlich lernen, sicher. Turbo-Tempo. Wow. 80 Stärke. Und Hyperstrahl, aber den heben wir uns noch auf. Hyperstrahl brauchen wir jetzt noch nicht. Ah, okay. Ich besitze nur Wasser-Pokémon. Ist es wirklich so oder lügst du mich hier gerade an? Du Fake-Angler. Performer Mia. Schickt was? Ein Quirtle. Das ist aber kein Wasser-Pokémon. Ich freue mich auf den Moment, wenn unser Starfish die erste Wasserattacke lernt. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Oh, und wir haben hier das Gift bekommen. Ich werde hier aber zuerst Quirtle noch niederbeißen. Und uns dann heilen. Level 20. Sehr gut. Sehr gut. Reptein. Ah. Okay. Man könnte wahrscheinlich mit diesem Reptein relativ schnell kurzen Prozess machen. Ich will mich aber hier wirklich auf unsere 4 konzentrieren. Und jetzt nicht unnötig noch. Ah. Ich will es lieber für Milka-Kuh holen. Level 25 wäre nicht verkehrt. Milka-Kuh Level 25 wäre ganz gut. Den Absorber, der nicht wirklich uns viel ausmacht, aber eine Glut, die dafür umso mehr ausmacht. Moontier. Nee. Da bleiben wir bei der Milka-Kuh. Ich hätte jetzt kurz an Mike Tyson gedacht. Ah, es macht Zugabe. Wow, das war aber eine starke Glut. Okay, das Moontier ist weg. Das war's für dich. Und der nächste Trainer. Der Verlierer wird Kiel geholt. Okay, wenn du meinst. Logok. Level 20. Kann es hier schon eine Kampfattacke? Oh, scheiße. Nein! 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 Verdammt! Ich red noch davon! Hat es denn schon eine Kampfattacke? Natürlich hat es schon eine Kampfattacke. Und haut unser Tuhaido sowas von dermaßen in den Boden. Wieder ein gutes Pokémon verloren.
Ich hätte es auswechseln sollen wahrscheinlich. Ich hätte es auswechseln sollen. Wie doof war das von mir? Wer lernt Energiefokus in seinem Milka-Kuh? Nein. Ja. Fick dich, du hast ein einziges Pokémon. Mann, komm. Ärgerlich ist es. Gelber Schal. Was macht der denn? Dass ein Stärkewert im Wettbewerb erhöht. Ach, geben. Stärken mal der Tag. Okay, na gut, wie dem auch sei. Wir sind jetzt hier unten fertig. Ich gucke nochmal kurz nach. Bei 35 Minuten. Trifft sich eigentlich ganz gut. Ich brauche jetzt hier erstmal eine Pause, um das zu verdauen, was mir jetzt gerade hier passiert ist. Aber gut. Wir haben Starfish verloren. Einen aufsteigenden Stern in unserem Team, den ich mich gefreut hätte. Der jetzt aber wieder mal tot ist. Na gut. Wie dem auch sei. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mir bitte ein Like da. Ansonsten, wenn ihr in Zukunft mehr von uns sehen wollt, wenn ihr benachrichtigt werden wollt, wenn ein neues Video von uns hochgeladen wird, abonniert uns einfach. Und ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder. Bis dann. Ciao.